Also erstens ist es immer enttäuschend, wenn ein Kollege entlassen wird. Und ich fühle mit meiner Kollegin mit. Ich habe nicht alle Informationen, was da passiert ist, was da genau die Grundlage ist, warum er entlassen ist. Aber für mich als Trainer und als Mensch ist es immer enttäuschend, wenn ein Kollege entlassen wird. Und mehr kann ich da nicht über sagen. Kann man denn ein Stück weit für die nächsten Wochen ein bisschen extra Motivation daraus schöpfen, dass es vielleicht doch beim größten Rivalen derzeit ein bisschen kriselt? Aber wenn wir die Motivation holen müssen aus einem Trainer, der entlassen wird, dann wird das nicht gut sein. Die Motivation muss immer da sein bei uns und die ist auch immer da. Da brauchen wir nicht eine Entlassung von einem Trainer von Bayern. Das brauchen wir nicht.